So, heute schauen wir uns eine Stretching-Routine an. Ich habe eine vorbereitet für euch, sie dauert ca. 10 Minuten. Wir machen 30 Sekunden Dehnen, 10 Sekunden Pause, wo wir die Dehnposition wechseln. Alles, was ihr dazu braucht, ist einen Timer oder ihr folgt einfach dem Video und macht mit mir die Übungen mit. 20 verschiedene Übungen habe ich vorbereitet und wir starten los. Zuerst setzen wir uns einfach in den Schneidersitz, ziehen die Beine zu unserem Körper. Versuchen ein bisschen zu wippen und wenn es geht, den Oberkörper nach vorne lehnen. Wenn ihr in dieser Dehnung besser seid, könnt ihr auch den Oberkörper komplett ablegen nach vorne. Ich komme leider nicht weiter, wieso. Aber das ist auch nicht wichtig. Einfach Grunddehnen. 30 Sekunden. Ich wippe da ein bisschen dynamisch mit den Knien, weil ich die nicht ganz zum Boden runter bekomme. Und versuche mich so weit wie möglich nach vorne zu lehnen. So, 10 Sekunden Pause. Nächste Übung ist, wir strecken die Beine nach vor, versuchen unsere Zehenspitzen zu berühren und die 30 Sekunden starten ab jetzt und legen uns vor. Wenn es schon gut geht, können wir uns bei den Zehen vorne ein bisschen anziehen und versuchen den Oberkörper so noch weiter nach vor zu bringen, beziehungsweise wenn es ganz gut geht, auf den Füßen ablegen. Circa 10 Sekunden noch. Genau, schön reindehnen. Und wir wechseln wieder. 10 Sekunden Wechselzeit. Wir gehen in die Grätsche und versuchen wieder unsere Beine zu der Füße vorne zu erreichen mit den Händen und dehnen wieder nach vorne. Ihr könnt diese Dehnroutine in der Früh nach dem Aufstehen machen, nach dem Workout, vor dem Workout, wann ihr wollt. Sekunden circa noch. Schön nach vorne dehnen. Versuchen ein bisschen mehr hineinzugehen. Könnt mit der Atmung etwas spielen. Und 10 Sekunden Pause. Jetzt wir bleiben in dieser Position und greifen jetzt mit der linken Hand zum rechten Fuß oder umgekehrt, je nachdem wie ihr anfangt. Und wir versuchen die seitliche Flanke aufzudehnen. Wenn es geht, könnt ihr auch mit der Hand, die über dem Kopf ist, euren Fuß berühren und schön dabei in die Dehnung gehen. Wichtig, immer atmen dabei. Es soll nie wehtun. Könnt ein bisschen rumspielen, ein bisschen dynamisch hin und her wippen. Muss nicht rein statisch sein. 10 Sekunden Pause. Kurz auslockern und dann 30 Sekunden auf der anderen Seite. Genau, und los geht's. Richtig schön aufdehnen. Meistens gibt es immer eine Seite, die besser geht. Halten. Und 10 Sekunden Pause. Jetzt legen wir uns auf den Rücken, nehmen ein Bein und ziehen es mit dem Knie zur Brust. Versuchen das andere Bein, das gestreckt ist, dass das noch am Boden aufliegt für 30 Sekunden. Versuchen immer mehr das Knie zur Brust anzuziehen. Könnt auch mit dem Fuß ein bisschen spielen, ein bisschen kreisen und schön dabei atmen. Das Ganze soll entspannend sein. Zehn Sekunden Pause. Dann schon mal das andere Bein vorbereiten. Und wir gehen in die Dehnung. 30 Sekunden lang. Schauen, dass das andere Bein wirklich gestreckt ist und am Boden aufliegt. Andere Knie versuchen, so weit wie möglich zur Brust zu ziehen. Kopf schaut gerade an die Decke. Könnt ihr auch gerne die Augen dabei zumachen, wie ihr euch wohlfühlt. Pause.
machen wir quasi eine Yoga-Position. Wir tauchen unterhalb durch, legen die Füße ab und versuchen das Kreuz richtig schön nach oben zu strecken und so eine Dehnung im Rücken zu bekommen. Keine Ahnung, wie die Bezeichnung aus dem Yoga heißt, aber schadet euch auf jeden Fall nicht. 30 Sekunden halten. Versucht dabei wirklich 10 Sekunden Pause. Jetzt gehen wir in die nächste Yoga-Position. Das ist, glaube ich, der herabschauende Hund. Das ist gut für die Schultern zum Aufdehnen. Und wir strecken uns nach hinten. Versuchen den Kopf so weit wie möglich nach hinten zu bringen. Das Kreuz bleibt dabei gerade. Hände gerade. Und schön nach hinten drücken. 30 Sekunden halten. Schön aufdehnen. Wie ich finde, eine der besten Schulter-Aufdehnübungen, die man vor jedem Training machen kann. Vor jedem Handstandtraining sowieso. So, 10 Sekunden Pause. Wir wechseln die Position. Wir nehmen die Hände hinter den Rücken, greifen sie und strecken sie 30 Sekunden weg. Ihr könnt euch dabei noch vorbeugen oder auch aufrecht stehen bleiben. Wirklich versuchen, so weit wie möglich die Hände nach hinten strecken. Ich bin da ein ganz schlechtes Beispiel. Diese Beweglichkeit habe ich so gut wie gar nicht. Aber darum mache ich ja die Routine, um darin besser zu werden. Circa 10 Sekunden noch. Schön durchbeißen, auch wenn es anstrengend ist. Und Pause. Nächste Übung, wir versuchen in die Grätsche zu gehen. Eigentlich Grätsche, also in den Spagat. 30 Sekunden lang. Ich gehe mal ein bisschen auseinander. Nur dann aktiv anspannen für 3-4 Sekunden und gehe dann ein bisschen mehr in die Dehnung. Ihr müsst am Anfang nicht so weit kommen wie ich. Habe das früher mal intensiver gemacht. Dadurch komme ich schon etwas weiter runter. Aber nur so weit, bis es euch nicht wehtut. Das soll ein lockeres Aufdehnen sein. Wenn möglich, wenn die 30 Sekunden um sind, versuchen aktiv aus der Grätsche wieder nach oben zu gehen, ohne mit den Händen mitzuhelfen, wenn es geht. So wie ich es gerade mache. Nächste Übung, wir stellen uns parallel gerade hin, versuchen unsere Zehenspitzen zu berühren. Wenn das gut geht, können wir versuchen, die Hände abzulegen, ein bisschen herumzuspielen, nach hinten wandern, nach vorne kippen. Wenn es ganz gut geht, versuchen den Oberkörper heranzuziehen, bis wir die Beine berühren. Wenn ihr in der Früh dehnt, ist das meistens etwas schlimmer, da geht das nicht so gut. Wenn ihr abends dehnt, werdet ihr merken, ihr seid beweglicher und tut euch leichter beim Dehnen. Aber grundsätzlich ist es egal, wann ihr dehnt. 10 Sekunden Pause. Jetzt machen wir quasi seitliche Squats. Nur das Ganze in einer Dehnposition. Also wir wollen wirklich versuchen, so weit wie möglich nach unten zu kommen. Immer ein bisschen halten. Den Fuß auf die Ferse hochheben. Können auch mit der anderen Hand mithelfen, um noch weiter runter zu kommen. Genau, Ziel ist es, irgendwann ohne Hand den Fuß, der ausgestreckt ist, am Boden komplett entlang auflegen zu lassen. Da bin ich auch noch weit entfernt, aber irgendwann kommen wir dort schon hin. 10 Sekunden Pause. Jetzt gehen wir in den seitlichen Spagat. Ich versuche mich da langsam nach unten zu arbeiten. Aber hier fehlt es mir auch noch an Dehnung, dass ich den komplett schaffen würde. Das war jetzt eine WhatsApp-Nachricht. Nicht irritieren lassen. Und 10 Sekunden Pause. Jetzt machen wir keinen Wechsel, sondern gehen zuerst in eine Grätschposition und dehnen in der Mitte noch auf. 30 Sekunden. Dabei können wir wie so eine Art Frosch quasi nach vorne, nach hinten wippen. Einfach ein bisschen Spielerdehnung. So weit wie möglich die Beine auseinanderbringen.
und nach vorne und nach hinten dehnen. Genau. Ich wippe da immer so ein bisschen, versuche das Ganze ein bisschen dynamisch zu machen. So, 10 Sekunden Pause. Jetzt nehmen wir das andere Bein und gehen wieder in den seitlichen Spagat. Das Ganze soll quasi ein Flow sein, dass man wirklich von einer Position zur anderen einen fließenden Übergang hat, dass man nicht lange nachdenken muss, welche Übung kommt als nächster, sondern quasi sie automatisch ergibt. Schön strecken. Und 10 Sekunden Pause. Jetzt kommen die zwei letzten Dehnübungen. Wir nehmen das eine Bein, legen auf dem Rücken, drehen es zu einer Seite, Kopf schaut in die andere Richtung und das halten wir für 30 Sekunden. Versuchen wirklich, dass das Bein auf der anderen Seite aufliegt. Das ist eine super Dehnübung für den Rücken, für die Wirbelsäule und kann ich nur jedem empfehlen. Vor und nach jedem Training. 30 Sekunden auf der einen Seite. Zehn Sekunden Wechsel. Anderes Knie vorbereiten. Seht, ich übergreife mit der Hand zum gegenüberliegenden Knie und ziehe es zum Boden rüber. Und schaue mit dem Kopf in die andere Richtung, um die Wirbelsäule schön aufzudrehen und in eine angenehme Dehnposition zu bekommen. Das soll auch nicht schmerzhaft sein, also wenn der Fuß nicht auf der anderen Seite am Boden aufliegt, ist das auch nicht schlimm. Einfach auf die andere Seite drehen. Zehn Sekunden Pause, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Dehnpositionen. Wir legen uns auf den Bauch. Strecken eine Hand von uns weg, den gegenüberliegenden Bein heben wir drüber und drehen uns so auf. Die zweite Hand kann als Stütze dienen. Wenn das gut geht, könnt ihr die zweite Hand auch nach oben hinweg strecken und so einfach 30 Sekunden warten. Ich bekomme da gerade leider einen leichten Krampf, darum tue ich das Bein immer ein bisschen hochheben. Das solltet ihr nicht machen. So, 10 Sekunden Pause, andere Seite vorbereiten, Hand ausstrecken und 30 Sekunden halten, Bein über die Seite drüber legen. Wir drehen uns quasi auf die Schulter auf, die ausgestreckt ist. Die andere Hand winkelt ab und wir sind in der letzten Dehnposition. Sekunden noch und geschafft. 10 Sekunden Pause noch warten und yay, ihr habt es geschafft.